Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kirchheimer, Kaier und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus Nordheim. Gestern habe ich ja bereits schon vom heutigen Sonntagsevangelium geredet, vom Sturm auf den See. Und heute habe ich die Egli-Figuren-Krippe angeschaut, die unsere Gemeindereferentin gestaltet. Und ich finde es so nett, wie sie das dargestellt hat. Den Sturm auf den See, sogar den Wellengang hat sie hineingebracht mit den blauen Tüchern. Auch die Wellen des Sees Genezareth, hinten ist stockfinster. Und die Jünger, die im Boot sitzen, also dieses Boot würde sicher untergehen, weil es überbeladen ist. Aber es ist wunderschön dargestellt. Von einem ist sogar das Kappe ins Wasser geschwommen und schwimmt auf den Wellen. Und ich finde es schön, wie sie das darstellt, diese Not der Jünger, die gar nicht mehr weiter wissen. Die sagen, jetzt ist aus, wir ersaufen alle, wer kann uns noch helfen? Und diese Hilfe kommt von Gott. Er ist unsere Rettung. Der Sohn Gottes ist in unsere Welt gekommen, wegen unserem Heil, wegen jedem Einzelnen von uns. Und an ihn dürfen wir uns immer und immer wieder in jeder Lebenslage wenden. Egal, ob es jetzt die Nöte und Sorgen der ganzen Welt im Moment sind oder unsere Kirche oder jedes Einzelnen von uns. Er nimmt uns ernst in unseren Nöten und er möchte bei uns sein. Auch wenn wir meinen, er schläft. Er ist da und wartet auf uns. Und so beten wir zu ihm. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend, in dieser Nacht, der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde, erfreue sich alles, was fröhlich kann werden. Auf Erden hier unten, im Himmel dort oben. Den gütigen Vater, den wollen wir loben. Und jetzt wünsche ich euch von ganzem Herzen einen schönen Abend, eine gute Nacht, führt euch gut, bis morgen.